Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Ja, wie im Titel bereits angekündigt, gibt es mal wieder einen neuen Multitool-Vergleich. Ganz einfach aus dem Grund, im letzten Jahr kam das Video mit dem Multitool-Vergleich sehr gut an und ich habe mir gedacht, ich habe mir einige neue Tools dazu gekauft und ich mache mal einen neuen Vergleich. Das Ganze ist in zwei Teile aufgeteilt und zwar stelle ich euch heute einmal die reinen Zangen-Multitools vor. Darunter also Leatherman, Victorinox, Next Tool, Bibury. Und im zweiten Teil, der dann nächste Woche erscheint, kommen dann hier die reinen Messer-Multitools vor, wo es dann hauptsächlich um Victorinox geht. Ganz einfach aus dem Grund, Victorinox ist einfach die Domäne bei den Messer-Multitools. Und da braucht man gar nicht lange rummachen. Aber auch da gibt es ja sehr viele verschiedene Varianten und deshalb ein eigenes Video dazu, denn sonst würde das heute hier zu lange werden. So, hier haben wir jetzt einmal alle Zangen-Multitools auf einen Blick. Wie man auch sehen kann, die Firma Bibury, die dominiert bei mir das ganze Feld. Ganz einfach aus dem Grund, ich will gar nicht behaupten, dass das die besten Multitools überhaupt sind, aber ich finde, die haben ein absolut grandioses Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn die kosten im Schnitt zwischen 30 und 70 Euro. Wenn ich dann weitergehe bei Victorinox, das Spirit, das kostet, ich glaube, so um die 130, 140 Euro. Dann haben wir hier das Leatherman Super Tool. Das kostet um die 70, 80 Euro. Das Rebar um die 100 Euro. Dann haben wir hier von Next Tool ein Multitool. Das hat um die 50 Euro gekostet. Und dann von Monkeys das kleine Einsteiger-Multitool für, ich glaube, 8 Euro. Wenn wir uns mal die Größe vergleichen, fangen wir mal mit dem kleinsten Tool an, dann haben wir hier eine Größe von ungefähr 7,5 cm. Das größte Tool ist natürlich hier diese kleine Axt von Bibury, die eine Länge von ungefähr, ja, so 17, 18 cm hat. Und im guten Mittelfeld sind halt die normalen Multitools. Nehmen wir mal hier das Victorinox, was eine Größe von 11,5 cm hat. Das größte Leatherman, was dabei ist, hätte eine Größe von ungefähr, ja, ebenfalls 11,5 cm. Das heißt, die beiden Tools hier, die schenken sich schon mal gar nicht so viel. Mal schauen, ob man das so ungefähr sehen kann. Aber ihr seht, das ist vielleicht ein Millimeter auf zwei, was da der Unterschied ist. Aber gehen wir einfach mal auf die Details ein. Ich fange mal mit dem kleinsten Tool hier an. Das ist von 12 Monkeys. Hier hat mich vor allen Dingen die Zange sehr interessiert. Es ist halt eine kleine Zange, aber durchaus fein. Wesentlich größer und brauchbarer als wie jetzt zum Beispiel die Zangen in den Messer-Multitools, wie beispielsweise beim Swiss Champ oder beim Cybertool. Hier hat man schon ordentlich Metall. Allerdings die weiteren Tools, die jetzt hier enthalten sind, wie zum Beispiel die Feile. Hier haben wir noch einen sehr, sehr kleinen Kreuzschraubendreher versteckt. Das sind halt alles Tools, die jetzt nicht sonderlich brauchbar sind, wenn man sich diesen kleinen Kreuzschraubendreher an. Das ist halt vielleicht so für den Bereich Feinmechaniker, aber es ist im Endeffekt trotzdem nur ein kleiner Schlüsselanhänger. Und das sollte man sich wirklich nur holen, eben wenn man die Zange benötigt. Dafür ist es wirklich brauchbar. Die restlichen Tools, da würde ich jetzt nicht so unbedingt drauf setzen. Aber wie gesagt, die Zange, die ist halt wirklich sehr, sehr gut. Gehen wir einfach der Reihe nach mal weiter. Hier habe ich ein Multitool von der Firma Next Tool. Und das fand ich aus einem Grund sehr interessant. Und zwar haben wir hier zum einen eine sehr scharfe Klinge. Zusätzlich ist auf der anderen Seite eine sehr bissige Säge vertreten. Natürlich gibt es auch eine Zange und die ist in dem Fall sogar federnd gelagert. Das finde ich sehr, sehr stark. Das haben tatsächlich die wenigsten Tools. Also ich glaube, von Leatherman ist mir keins bekannt, wo es überhaupt gefedert wäre. Hier auf der Seite sieht man dann noch ein kleines Lineal. Zwar nur 7 cm lang, aber um mal eben schnell etwas ablesen zu können, reicht das allemal aus. Und man sieht hier diese kleine Kerbe, die schon sagt,
dass man hier etwas ausklappen kann. Und das ist wirklich eine wirklich große Schere, die ebenfalls gefedert ist. Also das finde ich schon wirklich, wirklich stark im Vergleich zu den Scheren beispielsweise von einem Swiss Champ. Ich hole das mal kurz dazu. Jetzt schaut euch die Schere mal an, die dabei ist. Und das ist die von dem Swiss Champ. Also da merkt man schon ganz klar den Größenunterschied. Das ist wirklich brachial. Und es handelt sich hierbei um eine wirklich gute und brauchbare Schere. Also die ist wirklich hervorragend. Und alleine die Tatsache, dass hier so eine große Schere dann versteckt ist, das finde ich schon wirklich Bombe. Holen wir nochmal die Schneide raus. Diese verriegelt natürlich, kann also nicht versehentlich einklappen. Schauen wir mal, wie da die Schärfe ausschaut. Oh ja, das ist ganz okay. Finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Hier sind natürlich auch noch kleinere Tools enthalten. Hier haben wir zum Beispiel einen Seilschneider oder Riemenschneider. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der klassische Dosenöffner, der Flaschenöffner sowie ein Schlitzschraubendreher, den man eventuell auch als Schaber verwenden kann. Und so viel zu dem Next Tool, was ich tatsächlich sehr, sehr interessant finde. Ich räume mal die beiden schon mal beiseite, die ich schon vorgestellt habe. Mache jetzt hier auch mal etwas Platz, dass man die einzelnen Tools besser sehen kann. Dann geht es weiter mit dem Leatherman Rebar. Das ist tatsächlich ein eher kleines Tool. Gerade einmal 10 cm. Von außen keine Werkzeuge zu erreichen. Das heißt, man muss es zuerst aufklappen. Dann wird die Zange sichtbar, die hier in dem Fall, wie gesagt, nicht gefedert ist. Dafür haben wir aber einen Drahtschneider, der auswechselbar ist. Das ist natürlich sehr gut. Ein Drahtschneider war bei dem Next Tool, glaube ich, auch dabei. Genau. Auch da können die Schneiden ausgewechselt werden. Aber ihr seht, das Next Tool lässt sich wunderbar auseinander und zusammenklappen. Und bei dem Leatherman, so leid wie es mir tut, das ist echt widerspenstig. Also es geht, jetzt hat man das Gefühl, es ist offen, aber schaut. Das ist so der letzte Schubs, den man noch geben muss, damit es wirklich offen ist. Das hat mich bei dem Rebar von Anfang an gestört. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier eine sehr gute Wellenschliffklinge dabei. Mal schauen, ob das auch mit dem Papier geht. Das wird wahrscheinlich eher verhaken, weil die Wellenschliffklingen ja eher dafür gedacht sind, ein Seil durchzuschneiden oder ein Gurt. Okay, aber das schneidet wie Hulle. Sehr, sehr überzeugend auf jeden Fall. Die Klinge wird übrigens hier auf der Rückseite verriegelt. Das heißt, man muss hier drauf drücken, dass man das wieder einklappen kann. Dann haben wir hier einen Dosenöffner dabei, einen Kreuzschraubendreher, der sich jetzt da unten versteckt. Und wir haben eine Säge dabei. Okay, die macht auch einen sehr interessanten Eindruck. Natürlich muss man hier jetzt erstmal das Werkzeug ausklappen. Dann muss man alles wieder verschließen. Und ihr seht, wie widerspenstig das Rebar ist. Vor allen Dingen muss man aufpassen, dass man sich da nicht immer die Finger einklemmt. Das finde ich wirklich, wirklich schade. Aber jetzt hätte man halt eine gute, bissige Säge. Schauen wir mal. Ja, okay, die macht ordentlich Rabatz. Die Säge ist also wirklich, wirklich sehr, sehr brauchbar. Jetzt muss man halt wieder alles aufklappen, um das Werkzeug verstecken zu können. Auf der Seite haben wir eine normale Klinge. Also wir haben hier einmal eine Wellenschliffklinge dran und eine normale Klinge. Ich lasse das jetzt mal so in dem geöffneten Zustand, weil ich nicht jedes Mal alles ein- und auspacken will. Aber ihr seht, auch die Klinge ist wirklich rasiermesserscharf. Sehr, sehr gut verarbeitet. Aber ganz ehrlich, da hätte ich von Leatherman jetzt auch nichts anderes erwartet. Und natürlich haben wir dann hier nochmal eine Feile sowie zahlreiche kleinere Multitools. Ich hole die mal alle raus. So, und zwar haben wir hier eine Ahle, einen sehr spitzen Schlitzschraubendreher und sowas wie ein Beitel oder ein Holzmeißel, denke ich mal, dass das ist. Eventuell auch als
einfacher Schlitzschraubendreher zu verwenden, wobei das schon vorne sehr, sehr dünn ist. Ich glaube, das ist wirklich eher, um im Holz so eine Nut reinzutreiben, etc. Das ist also das Leatherman Rebar. An sich ein wirklich cooles Tool, wenn es denn leichter zum Öffnen und Schließen wäre. Ich hoffe, dass es mit der Zeit weggehen wird. Ich habe das Tool jetzt seit ungefähr einem Jahr im Besitz und fände es wirklich bärig, wie gesagt, wenn es halt leichter zum Öffnen und Schließen wäre. Das ist ein Punkt, der nervt extrem. Das Öffnen geht, aber das Schließen, weil immer nur eine Seite einklappen will und nicht beide gleichzeitig. Und man muss immer so mit dem Finger hier dann das Stück reindrücken, beziehungsweise so greifen, dass man die andere Seite einklappen kann. Also das finde ich wirklich unglaublich dumm gelöst. Aber gut. Nichtsdestotrotz eigentlich ein gutes Tool, wenn denn diese kleinen Macken nicht wären. Dann machen wir auch gleich weiter mit dem nächsten Leatherman. Das ist das Super Tool 300. Auch hier von außen keine Werkzeuge zu sehen. Man sieht aber, das ganze Messer ist jetzt wesentlich dicker als wie das kleine Rebar. Und vor allen Dingen ist das Tool auch insgesamt deutlich größer. Dann schauen wir mal, was sich hier verbirgt. Das Tool lässt sich übrigens perfekt öffnen. Also öffnen. Beim Schließen zickt es am Anfang etwas genauso. Wobei ich dazu sagen muss, das Tool habe ich erst seit 2, 3 Monaten im Besitz. Und das ließ sich von vornherein aber wesentlich besser öffnen als wie jetzt das Rebar. Auch hier haben wir auswechselbare Kabelschneider. Wenn wir jetzt einfach mal nur die Zangen vergleichen, dann sehen wir schon, dass die Super Tool 300 Zange etwas größer ist. Auch hier die Aussparung, die ist etwas größer. Von der Dicke her ist auch die Zange des Super Tools 300 etwas bissiger, sage ich mal, etwas größer. Dann haben wir hier dabei ebenfalls eine Wellenschliffklinge. Gut, wir haben es bei dem einen Tool getestet. Dann testen wir es jetzt hier auch mal. Ich lasse es jetzt so ausgeklappt. Wie gesagt, dafür sind die Wellenschliffklingen eigentlich nicht gedacht, aber ihr seht, das geht da durch wie durch Butter. Das ist also überhaupt kein Problem. Auch hier wird die Klinge arretiert. Kurz drücken, einklappen. Dann haben wir hier noch versteckt, mal schauen, wie ich da jetzt am besten drankomme, einen Kreuzschraubendreher, einen Dosenöffner, einen kleinen Schlitzschraubendreher und eine Säge. Schauen wir mal, was die Säge hier taugt. Auch das ist jetzt wirklich beeindruckend, zumal das ist zwar ein recht weiches Holz, beziehungsweise es ist lange getrocknet, aber es hat trotzdem einen Durchmesser von ungefähr 3 cm. Das ist also schon ein ordentliches Stück Holz. Und das stecken die weg wie nix. Bei den Sägen bin ich immer so etwas zwiegespalten, weil die Sägen von Victorinox sind eigentlich sehr, 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 sehr gut. Aber ich muss gestehen, dass die Leatherman-Säge hier jetzt ebenfalls einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlässt. Auch die ist arretiert, das heißt drücken, einklappen. Auf der anderen Seite haben wir dann hier nochmal eine Feile, eine kleine Öse, eine Ahle, ein sehr breiter Schlitzschraubendreher und ein schmaler Schlitzschraubendreher und natürlich zu guter Letzt die normale Klinge. Also auch hier Wellenschliffklinge wie auch normale Klinge enthalten. Und das ist bis jetzt wirklich die schärfste Klinge von den Tools, die ich bisher getestet habe. Die ist also absolut perfekt. Zumindest wenn es um Papier geht. Und das ist das Super Tool 300. Wie gesagt, meiner Meinung nach ein sehr, sehr starkes Tool. Auch hier gibt es etwas Probleme beim Ein- und Ausklappen. Aber es stellt sich auf jeden Fall schon mal etwas besser an als wie das Rebar. Ich zeige euch noch kurz die Länge von dem Tool, falls ich das noch nicht gemacht habe. Wir sind also hier bei 11,5 cm. Genau, das hatten wir ja vorhin verglichen mit dem Victorinox. Also auch ein sehr, sehr gutes Tool. Dann machen wir mal weiter mit dem Victorinox. Und das ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, allererste Sahne.
Was hier schon unglaublich positiv auffällt, ist, dass alle Werkzeuge von außen im geschlossenen Zustand direkt zu erreichen sind. Und hier haben wir ebenfalls eine Wellenschliffklinge. Die absolut beeindruckend ist. Außerdem werden die Werkzeuge hier arretiert. Also wir haben hier zwei Arretierungspunkte. Hier diese gerändelten Bereiche sind ebenfalls Arretierungen. Das heißt, das Werkzeug ist so lange arretiert, bis dass ich hier einklappe. Dann haben wir hier einen sehr massiven Kreuzschraubendreher. Und auch dieser ist arretiert. Jetzt muss ich schauen, welcher dafür zuständig ist. Diese Rändelschraube hier. Dann haben wir eine sehr spitze Ahle, einen unglaublich kleinen Schlitzschraubendreher. Der hat also vorne eine Breite von vielleicht 2 mm und selbst der ist arretiert. Und eine Feile ist ebenfalls dabei enthalten. Das waren die Werkzeuge auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es gleich weiter mit der Säge. Jetzt bin ich mal gespannt. Auch die ist natürlich arretiert. Machen wir mal den Vergleich. Okay, die tut sich etwas schwerer. Die verhakt leider immer wieder. Das ist jetzt sehr, sehr schade, weil ich weiß, dass die Victorinox-Sägen normalerweise wirklich, wirklich sehr, sehr stark sind. Und ich muss gestehen, dass ich jetzt da tatsächlich auch etwas verwundert bin, weil normalerweise kenne ich die Sägen wesentlich besser. Es kann natürlich sein, dass das Tool ist, auch wenn ich es lange habe, nahezu unbenutzt. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass die Säge hier wesentlich besser durchgeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach an dem Holz liegt. Vielleicht ist es auch blöde, weil ich hier versuche, im Sitzen zu sägen. Aber ich will keine Ausreden suchen. Ganz ehrlich, da haben sich die Leatherman-Sägen wesentlich besser angestellt. Dann schauen wir mal weiter, was da noch an Tools enthalten ist. Ein Schlitzschraubendreher sowie Kapselheber. Hier habe ich jetzt eins übersehen. Hier haben wir noch den Dosenöffner, einen sehr breiten Schlitzschraubendreher oder auch als Meißel zu verwenden, eventuell sogar als kleine Brechstange. Und natürlich noch die normale Klinge. Die ebenfalls sehr gut schneidet. Also ich muss sagen, von den normalen Schneiden her gefallen mir die Victorinox-Schneiden bisher besser als wie die von Leatherman. Und von der Säge her, wie gerade gesehen, fand ich tatsächlich die Leatherman beeindruckender. Ich will nicht ausschließen, dass es hier menschliches Versagen ist, dass die Sägen da besser waren. Aber wie gesagt, bei dem Test jetzt ist es einfach so, die Victorinox-Säge hat leider nicht so überzeugt, wie ich es erhofft hatte. Aber machen wir mal weiter. Jetzt kommen wir zu den Bibury Multitools. Hier ist noch eins verpackt, das habe ich mir dieser Tage erst gekauft, das stelle ich euch gleich vor. Aber erst einmal hier zu dem kleinen Schätzchen. Das ist so ein Multitool, was halt direkt eine kleine Axt beinhaltet. Und das war eigentlich auch der hauptausschlaggebende Punkt, warum ich mir das überhaupt gekauft habe. Denn solche Mehrfachtools finde ich jetzt an einer Axt nicht sonderlich brauchbar. Aber ich habe dazu ein Video gesehen. Mal schauen, ob ich das hier auch hinbekomme. Es ist natürlich eine sehr, sehr kleine Schneide. Aber die ist wirklich, wirklich scharf. Die Schneide vorne hat eine Breite von gerade einmal, ja, so 4,5 cm ungefähr. Das ist also wirklich nur dafür da, um mal eben ein bisschen Holz zu spalten. Und wenn man nicht sein Messer dabei hernehmen möchte, um das halt nicht stumpf zu machen. Und was ich hier praktisch fand, war dieser kleine Hammer auf der anderen Seite, weil man den halt dazu verwenden kann, Heringe einzutreiben bzw. rauszuholen. Packen wir die Klinge mal wieder ein, bevor ich mich da jetzt auch noch dran schneide. Dann haben wir hier noch dabei, ups, einen sehr kleinen Feuerstarter. Aber der sicherlich ausreicht, um ein paar Mal ein Feuer zu entzünden. Großartig viele Tools sind jetzt hier nicht mehr dabei. Wir haben jetzt hier noch eine
geteilte Klinge mit so einem notdürftigen Sägeanschliff, sage ich mal, hier auf der Seite. Und hier vorne eine Schneide. Schauen wir mal, was ich schneide kann. Oh ja. Es ist zwar nur eine kleine Schneide, aber auch die erfüllt ihren Zweck. Die Säge, naja, also ich weiß nicht so recht. Ich glaube aber, dass da auch eine richtige Säge dran ist, weil das ist, glaube ich, eher dafür da, um auch Paracord durchzuschneiden oder an Seil, ein Gurt etc. Aber hier arretiert nichts. Das heißt, hier muss man beim Arbeiten aufpassen, dass einem das nicht plötzlich einklappt. Hier haben wir nochmal eine Feile mit Kapselheber am Ende. Aber es ist tatsächlich keine Säge jetzt dabei. Das wundert mich ein bisschen. Aber wir haben dafür noch eine Zange mit ebenfalls austauschbaren Schneiden. Entschuldigung, das stimmt nicht. Die sind tatsächlich genietet. Mal schauen, ob ihr das sehen könnt. Das sind also keine Schrauben, sondern einfach nur Nieten. Hier die Schneiden sind also nicht austauschbar. Das ist etwas schade. Wie gesagt, die Zange auch hier gefedert. Aber es ist tatsächlich keine normale Säge dabei. Das ist jetzt etwas schade, weil ansonsten ist das schon ein cooles Tool. Wie gesagt, eine kleine Axt, die hat jetzt nicht viel Gewicht. Aber wie gesagt, es reicht, um einfach mal ein bisschen Holz zu spalten, abends, wenn man sich ein kleines Feuer machen möchte. Dafür ist es durchaus geeignet. Die Schneide, die dabei war, die war halt auch wirklich in Ordnung. Und schon geht es weiter mit den nächsten Bibury Tools. Hier ist es etwas schwierig, weil die Bibury Tools, die haben halt keine direkten Namen. Die nennen sich immer 15-1, 17-1, 22-1. Im Endeffekt ist es aber immer so eine Art Weiterentwicklung vom gleichen Grundstock aus. Und dann halt immer mit etwas anderen Funktionen erweitert. Ich packe das neue Tool jetzt auch nochmal aus. Wie gesagt, das habe ich mir jetzt als letztes dazu geholt. Da sehen wir schon, das hier ist beispielsweise wesentlich größer als wie das vergleichsweise andere Tool. Hier ist jetzt hier unten noch ein Glasbecher dran enthalten. Dadurch kommen wir auf ungefähr die gleiche Höhe. Nimmt man nur die reine Zange, muss ich gestehen, dass das neue Tool hier wesentlich größer ist. Aber wir gehen mal der Reihe nach. Das hier ist so eine Art, ja, ich sag mal, Leatherman Wave Klon. Wer das Leatherman Wave kennt, das ist wirklich ein cooles Tool. Nicht gefedert. Die Schneiden sind fest montiert, nicht austauschbar. Aber das lässt sich halt unglaublich gut öffnen. Also keine Zickereien, kein Nichts. Das heißt, es könnte ein bisschen Spiel haben, aber ich zeige euch das mal. Da wackelt wirklich nichts. Also das sind meine Hände, die sich jetzt bewegen. Vielleicht kann ich es so besser zeigen. Ja, es ist vielleicht ein halber Millimeter Spiel drin. Aber das bleibt auch, glaube ich, gar nicht aus. Wir können das ja mal bei dem Rebar testen. Da wird wahrscheinlich nichts wackeln. Nee, tatsächlich nicht. Das ist wirklich sehr, sehr stabil. Hier haben wir jetzt ein kleines bisschen Spiel. Aber hier hat man halt eben den Vorteil, dass es sich wesentlich schneller öffnen und schließen lässt. Bei den Tools ist es so, dass auch hier die Tools von außen zu erreichen sind. Das finde ich wirklich, wirklich genial. Wir haben also hier als erstes eine Wellenschliffklinge. Ups. Na, die beißt sich eher dadurch, als wie wirklich zu schneiden. Okay, das ist bis jetzt die Wellenschliffklinge, die am schlechtesten abgeschnitten hat. So leid es mir tut. Aber wie gesagt, ihr Einsatzzweck ist auch nicht Papier zu schneiden, sondern eher Seile oder eben den Rettungsgurt. Auf der Seite haben wir eine Feile. Hier haben wir eine normale Klinge. Jetzt bin ich mal gespannt, was die taugt. Ja, das ist schon in Ordnung. Also wesentlich besser als wie jetzt die Wellenschliffklinge vorhin noch. Und hier müsste eigentlich auch eine Säge enthalten sein, die etwas schwer zu erreichen ist. Aber da haben wir sie schon. Macht auf jeden Fall einen sehr bissigen Eindruck. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die sich sägen lässt. Also selbst die
stellt sich besser an als wie die Victorinox. Ich kann das fast gar nicht glauben. Also auch hier eine sehr, sehr gute Säge enthalten. Wie gesagt, leider kann ich euch nicht den Namen von dem Tool sagen, sondern einfach nur die Funktion zeigen. Aber wenn ihr nach Bibury sucht, dann findet ihr zahlreiche Multitools. Da seht ihr halt, welche Sachen dabei enthalten sind. Das hier ist halt was Kleines, Feines. Eher so im Pocket-Bereich, würde ich mal sagen. Hat eine Größe von ungefähr 10 cm. Ist also etwas kleiner als wie jetzt beispielsweise das Victorinox. Das war das erste Bibury. Ich mache hier mal wieder etwas Platz. Dann hier das zweite Bibury und hier sehen wir schon den ersten Unterschied. Hier sind tatsächlich kleine Schrauben, das heißt, die Seitenschneiderelemente könnte man auswechseln. Auf der Seite ist hier unten ein Glasbrecher und was ich hier auch sehr cool finde, ist, dass hier ein Feuerstarter enthalten ist, beziehungsweise ein Feuerstahl, der ist jetzt noch umwickelt mit einer Schutzfolie, aber ich finde es halt praktisch, dass sowas dabei ist. Hier hätten wir noch einen Bithalter. Bits waren jetzt hier tatsächlich keine dabei. Und was mir auch gleich auffällt, ist, dass auch hier die Tools von außen zu erreichen sind. Hier haben wir wieder so eine geteilte Zange. Finde ich tatsächlich nicht so schön. Ich habe lieber eine durchgehende Wellenschliff oder durchgehende Schneide. So halb und halb. Ist jetzt nicht so meine Welt, aber es ist okay. Also es ist nicht die beste Schneide, zumal man hier nur einen sehr, sehr kleinen Bereich hat, den man als einfache Schneide nutzen kann. Das sind gerade einmal, ja, so vielleicht 4 cm. Der Rest ist dann mit dieser Wellenschliffklinge ausgestattet. Da hätte ich mir eher eine durchgehende gerade Klinge gewünscht, das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Dann haben wir auch hier eine Säge dabei. Auch die performt sehr, sehr gut. Also ich kann das fast gar nicht glauben. Ich muss wirklich nochmal die Victorinox-Säge hernehmen. Warum die so schlecht abgeschnitten hat, kann ich mir gerade überhaupt nicht erklären. Da ist sie. Schauen wir nochmal. Es tut mir leid. Also beim Schub, weil hier, man sieht ja, wie die Zähne ausgestattet sind. Und das Problem ist aber, selbst wenn man mit leichtem Zug nach vorne geht, verkantet das immer wieder. Also vielleicht liegt es wirklich am Holz, aber ja, die Säge von Victorinox, die ist das allererste Mal, dass ich davon wirklich, wirklich enttäuscht bin. Aber wir waren beim Bibury Multitool. In der Version halt mit Glasbrecher und Feuerstahl. Finde ich ebenfalls sehr interessant. Auch hier ist natürlich eine Feile enthalten. Und was hier auch noch sehr schön ist, ist, dass hier eine Schere dabei ist. Die ist auch gefedert. Schauen wir mal, was die Schere kann. Ja, das ist okay. Das ist also absolut brauchbar. Und arretiert sogar. Sehr schön. Kleinere Tools sind jetzt hier nicht mehr, doch sind hier enthalten auf der Seite. Die haben sich etwas versteckt. Und was haben wir da alles? Natürlich den Dosenöffner. Einen unglaublich kleinen Schlitzschraubendreher. Der hat also gerade mal eine Kantenbreite von vielleicht 1,5 mm. Ein großer Schlitzschraubendreher. Und das letzte Tool, was sich hier noch verbirgt, ist eine Ahle. Tatsächlich ein kleines rundum sorglos Paket. Das Tool lag, glaube ich, preislich von den Biburys im Mittelfeld, also bei ungefähr 50 Euro, 45 Euro, glaube ich, 50 Euro so um den Dreh. Und dafür ist es wirklich, wirklich gut, also absolut brauchbar. Ja, und dann das neueste Schätzchen von Biburi. Das finde ich wirklich, wirklich genial. Also zum einen hat man hier eine wirklich brachiale Säge, Zange natürlich, mit auswechselbaren Schneiden. Die sind tatsächlich hier in dem Paket auch enthalten, aber dazu komme ich gleich noch. Die Zange, wie gesagt, oh, ist nicht gefedert, aber das Tool
lässt sich einwandfrei öffnen und schließen, ohne zu verkanten. Schauen wir mal, wie das hier aussieht mit dem Spiel. Okay, hier gibt es wirklich 0,0 Spiel. Die Zange fließt auch sehr symmetrisch, sehr, sehr schön. Und auch hier sind die Haupttools wieder von außen zu erreichen. Eine sehr, sehr große Wellenschliffklinge. Oh, die nicht arretiert. Ah doch, ich hatte es nur nicht richtig ausgeklappt. Aber die wird schon arretiert. Ja, sie prasselt sich da irgendwie durchs Papier. Ich mache gleich nochmal einen Test mit Paracord und teste mal die ganzen Tools mit Paracord, wie sie die da abschneiden. Weil mit Papier ist das, glaube ich, nicht so das Richtige. Wobei ich dazu sagen muss, die Leatherman Wellenschliffklingen, die haben da richtig gut performt. Und auch die von Victorinox, die da tatsächlich am besten waren. Dann haben wir hier eine große Schere, die sich etwas schwer tut beim Ausklappen. Aber die muss man schon mit Gewalt ausklappen. Eine gefederte Schere, die aber auch sehr, sehr gut schneidet. Dann haben wir hier die Wellenschliffklinge, hatten wir schon. Dann haben wir hier eine normale Klinge. Mal schauen, wie sich die beim Papier schlägt. Ah ja, okay. Also generell, die normalen Schneiden, die tun sich beim Papier sehr, sehr, sehr leicht. Bei den Wellenschliffklingen hat Bibury im Vergleich zum Leatherman und Victorinox echt den Nachteil, was wirklich schade ist. Und jetzt haben wir hier versteckt die Pfeile. Und da ist das Besondere, man kann das vielleicht sehen, hier ist so ein kleiner Bügel. Das kann man aufklappen. Und schon fällt die Pfeile raus, denn wir haben hier bei dem Tool gleich zwei verschiedene Sägeblätter dabei mit verschiedenen Zahnungen, also etwas feiner, etwas gröber. Wir nehmen jetzt mal die etwas gröbere, legen uns die hier ein, machen das Tool wieder zu und schon haben wir eine Säge. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die abschneidet. Wow! Okay, also das war jetzt wirklich Next Level. Also das war unglaublich beeindruckend. Ich bin selbst etwas überrascht, weil ich hatte die Säge vorher noch nicht getestet. Und ich muss sagen, ja, fände ich wirklich, wirklich bärig. Also das war bis jetzt tatsächlich die beste Säge. Und man hat halt den Vorteil, dass man die Sägeblätter sogar noch austauschen könnte. Also einfach genial. Finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Machen wir mal die Pfeile wieder rein. Denn auch das war ja natürlich noch nicht alles. Wir haben auch hier einige kleine Tools dabei, die man im geöffneten Zustand erreichen kann. Und zwar haben wir hier auf der Seite die typischen Werkzeuge, die fast immer bei den Biburys dabei sind. Aale, Dosenöffner, zwei Schlitzschraubendreher, beziehungsweise eins kann man vielleicht auch als kleinen Meißel verwenden. Aber ich suche eher hier nach, denn hier haben wir einen Bithalter. Ich mache das Tool mal wieder zu. Hier haben wir einen Bithalter, der zwei verschiedene Bits beinhalten kann, also beziehungsweise Doppelbits aufnehmen kann. Und das Schöne ist, bei dem Tool ist eine kleine Tasche dabei, wo halt nochmal 7 Doppelbits enthalten sind mit allerlei verschiedenen Möglichkeiten. Also Torx, Schlitz, speziellere Schrauben und halt normale Bits. Und die sind alle per Kugel gesichert gegen Rausfallen, also mit so einer Federkugel, dass die Bits halt auch wirklich richtig fest sitzen. Ja, und ich habe das Tool gesehen und wusste, ich muss es haben, weil das tatsächlich im Vergleich zu den anderen Tools die meisten Möglichkeiten bietet. Klappen wir den mal wieder ein. Also wirklich, wirklich sehr, sehr geil. So, eine kleine Tasche ist noch mit dabei. Da können wir es wieder reinpacken. Die Bits sind dann hier vorne drin. Und jetzt besorge ich mal etwas Paracord. So, hier etwas
Paracord. Jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie so die verschiedenen Wellenschliffklingen dabei abschneiden. So, dann schauen wir mal. Okay, mit einem Ratsch durch. Eine Schere war hier, glaube ich, nicht, doch war hier auch enthalten. Dann schauen wir mal, wie die abschneidet. Also die Schere muss man wirklich etwas Gewalt draus machen, aber. Okay, die Schere ist tatsächlich wirklich gut. Das Victorinox, das brauche ich nicht öffnen. Hier haben wir die Schere. Es hat keine Schere, aber wir haben eine Wellenschliffklinge. Schauen wir mal, wie die performt. Oh, wow. Also da braucht es fast gar keinen Druck. Das ist beeindruckend. Dann haben wir noch dieses Multitool von Bibury, wo. Ah, hier war, glaube ich, diese geteilte Klinge dran. Ja, ich weiß nicht, ob die da wirklich durchkommen wird. Testen wir es einfach mal. Oh, wei, wei, wei. Also da muss ich schon sehr viel Kraft aufbringen. Dann dieser Klon von dem Wave. Okay, der geht auch sehr, sehr gut durch. Bis jetzt war aber tatsächlich das Victorinox da am besten. Dann schauen wir hier mal beim Rebar, wie das sich anstellt. Okay, auch unglaublich leicht. Also Leatherman und Victorinox hier definitiv auf einer Wellenlänge. Die schenken sich da überhaupt nichts. Hier war keine Schere bei enthalten. Ich lasse es mal geöffnet, weil das Schließen, da breche ich mir den Arm. Dann das Super Tool 300. Auch hier war eine Wellenschliffklinge dabei. Ja, völlig problemlos. Also die Wellenschliffklingen von Victorinox und von Leatherman sind wirklich, wirklich richtig bärenstark. Hier war auch keine Schere dabei. Und dann natürlich noch das Next Tool, wo ja extra diese Schere so getrennt enthalten ist. Schauen wir mal, wie die schneidet. Oh ja, wow. Geil. Also, wow, die Schere, die ist brachial. Schauen wir mal, ob hier auch eine Wellenschliffklinge dran enthalten war. Ich glaube, hier war nur die normale Klinge dabei, oder? Da haben wir das. Ja, genau. Aber schauen wir mal, ob eine normale Klinge da auch einfach so problemlos durchkommen würde. Ja, man muss etwas Kraft aufbringen. Da merke ich schon, dass die Wellenschliffklingen sich da wesentlich besser tun. Schauen wir mal mit dem gleichen Kraftaufwand. Also wie gesagt, ich zeige das hier nochmal. Ich habe jetzt hier wirklich mal mit wenig Kraft versucht durchzukommen. Das geht nicht. Mit viel Kraft würde es natürlich gehen. Aber schauen wir mal mit weniger. Ja, das beißt sich also auch so da ganz easy durch. Ja, völlig ohne Kraftaufwand. So, dann kommen wir zum abschließenden Fazit. Ich fange mal an. Auf dem letzten Platz ist halt leider dieses kleine Multitool von Monkeys gelandet. Einfach weil es nur als Zange zu gebrauchen ist und darüber hinaus nicht wirklich. Direkt danach folgen dann die kleineren Bibury Multitools, wobei ich sagen muss, die haben mir schon gut gefallen. Also ist jetzt nicht so, dass die schlecht wären, aber von den Schneiden her, von der Säge her, es gäbe überall noch etwas Luft nach oben, aber trotzdem, also für das Geld, die absoluten Preis-Leistungssieger, definitiv. Nun würde das Leatherman Rebar folgen. Es ist eigentlich ein cooles Tool, aber wie gesagt, diese Probleme beim Öffnen und Schließen. Beim Öffnen geht es, aber beim Schließen, da bricht man sich wirklich Zacken aus der Krone. Von der Schneide her alles sehr gut, von der Zange her gut. Hier waren, glaube ich, keine auswechselbaren Schneiden dabei. Ah, doch, hier schon. Es ist also definitiv schon eine Kaufempfehlung, aber man sollte es halt vor Ort testen, dass man da nichts erwischt, was halt so schwergängig ist.
Dann wäre meiner Meinung nach auf dem nächsten Platz das Next Tool. Ganz einfach, weil es eine unglaublich gute Schere hat. Es hat eine unglaublich gute Schneide. Es hat eine gute Säge. Es ist alles in allem ein wirklich cooles Tool, sogar mit schönem Clip auf der Rückseite hier. Aber es ist halt nicht so funktionsumfangreich wie die anderen Tools. Deshalb will ich nicht sagen, es ist nicht schlecht. Es ist ein wirklich sehr gutes Tool. Und wenn man mit den Möglichkeiten, die das Tool anbietet, zufrieden ist, dann gehört es auf jeden Fall mit ganz weit nach oben. Und bei mir landet es jetzt hier auf dem vierten Platz. Jetzt wird es tatsächlich schon etwas schwer. Ich würde, glaube ich, das Super Tool 300 von Leatherman auf den dritten Platz tun. Ganz einfach aus dem Grund, es hat einen sehr großen Funktionsumfang, eine sehr, sehr gute Schneide, sehr gute Wellenschliffklinge, sehr gute Säge, eine riesige Zange mit auswechselbaren Schneiden. Das ist also insgesamt ein cooles Tool und Leatherman-typisch halt bärig stark verbaut. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass auf dem zweiten Platz das Victorinox landen würde. Ich weiß, dass die Säge besser ist, als wie ich es hier zeigen konnte, aber hier beim Test hat es leider komplett versagt. Aber nichtsdestotrotz hat es Vorteile, die das Leatherman nicht hat, wie zum Beispiel die Werkzeuge, die von außen zu erreichen sind. Das schätze ich ja bei den Biburys auch sehr. Und gerade bei Leatherman ist das eben nicht der Fall. Aber so muss man halt nicht jedes Mal die Zange erst aufklappen, um an die Werkzeuge ranzukommen. Hier ist alles super schnell zu erreichen. Wellenschliffklinge, die normale Klinge, alles sehr, sehr gute Werkzeuge. Und ja, ich bin halt so ein kleiner Victorinox-Fanboy. Ich will nicht sagen, dass Victorinox immer besser ist als Leatherman, aber mir persönlich sagt das jetzt besser zu als wie das Reaper oder das Super Tool 300. Ich habe jetzt nicht viele andere Leathermans zum Vergleich, aber hier bei den getesteten Sachen wäre das jetzt bei mir auf Platz 2. Und Platz 1 ist tatsächlich das neue Biburi, was ich mir geholt habe. Jetzt, das soll jetzt keine Werbung sein. Ich finde, das Tool hier hat mich jetzt 55 € gekostet. Es hat die Möglichkeit, die Säge auszuwechseln. Es hat zahlreiche verschiedene Werkzeuge, sei es normale Klinge, sei es Wellenschliffklinge. Es hat eine Feile dabei, es hat die auswechselbaren Sägen dabei, es hat eine große Schere dabei, eine wirklich stabile große Zange mit auswechselbaren Schneiden. Es hat den Bithalter dabei, wo man verschiedene Bits einsetzen kann. Ich weiß, das gibt es natürlich von Leatherman auch. Das gibt es von Victorinox halt mit dieser kleinen Ratsche sogar. Aber hier in dem Test würde ich sagen, ist das auf jeden Fall der Preis-Leistungs-Sieger, weil es am besten performt hat. Victorinox und Leatherman, ich sag mal so, die beiden, die schenken sich untereinander nichts. Also wer ist da auf Platz 2 oder Platz 3, ist es eigentlich wurscht, weil es sind beides hervorragende Tools. Beziehungsweise die drei sind meiner Meinung nach hervorragende Tools. Ich befürchte, dass hier allein schon, klar, man muss irgendwo gespart haben. Das heißt, dass hier der Stahl vermutlich weicher ist, dass es schneller stumpf wird, dass vielleicht irgendwann auch mal etwas abbrechen könnte. Wobei ich dazu sagen muss, die beiden Biburys, die habe ich schon seit Jahren und da ist bis jetzt noch nichts kaputt gegangen. Aber es ist halt keine Garantie für irgendwas. Aber meiner Meinung nach sind das hier wirklich so die Top-Messer. Die hier sind ebenfalls gut zu gebrauchen. Ja, und das hier ist halt ein nettes Gimmick. Das war's mit dem Vergleich der Zangen-Multitools und für diese Woche. Das Video ist jetzt wesentlich länger geworden, als wie ich eigentlich gedacht hatte. Aber gut, dass ich halt zwei Teile daraus gemacht habe, denn in der nächsten Woche folgt dann halt der Vergleich der normalen Messer-Multitools, wie zum Beispiel dem Swisschamp oder dem Cybertool. Also, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.